Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim Special Edition. Ja, wir befinden uns direkt im Anschluss. Ich habe nur kurz rausgesucht, welcher Findling ich am besten nutzen sollte. Und das ist eigentlich der Fürstenstein oder der Stein der Liebenden, weil die sehr gute Effekte haben. Ich werde jetzt aber erst den Fürstenstein nehmen, vielleicht später von meinen Waffenfähigkeiten eher auf alle Fähigkeiten verbessern, umsteigen. Aber das werden wir vermutlich dann später machen und nicht jetzt. Ihr hättet nie herkommen sollen. Die Leute, die immer sagen wollen, dass ich nicht herkommen sollte. Das ist echt unfair und nicht nett. Muss man echt sagen. Und was hatte der so dabei? Lederarmor, aber hat so viel Leben, als ob der Typ Fulltank wäre mit Ach und Krach. Geht's hier unten weiter? Vermutlich. Denn hier ist die Falle. Ich hätte darauf nicht treten sollen. Ich wusste, dass es eine Falle war. Tat es aber trotzdem. Kommt raus, ihr Zwergen. Viecher. Danke. Geht doch. Zwergenruinen Dawnwhite. Zwergenöl wieder mitgenommen. Super. Dann speichern wir kurz nochmal. Und die wollte ich auch raus. Nein. Schade. Ich hätte davon gern ein paar mehr erlegt. Die Items lassen sich immer gut verkaufen. Nein, du sollst die nicht öffnen. Ey, Digi, ich hab nur Shift und Alt gedrückt. Dass die mich immer anspucken müssen, ne? So schrecklich. Die halten echt viel aus. Ich bin echt schlecht im Treffen von Fallen. Ich bin echt kein guter Bogenschütze. Realer Bogen. Ich kann mich nochmal an mein erstes Mal Skyrim spielen erinnern, auf der PS3 noch, wo ich den imperialen Bogen irgendwo in der Ruine auf irgendwie mit einer Verzauberung Feuereffekte gefunden habe und damit erstmal Mammut auf Level 2 geklatscht habe. Plus Riesen. Das war eine schöne Zeit. Da habe ich wirklich einen guten Drop gehabt. Und ja. Dann halt gegen Mammuts und Riesen mit einem Bogen, der relativ Feuereffekte hat, ist gar nicht mal so schwer. Ich musste bloß verdammt viele Pfeile reinballern. So. Ist das jemand? Nein, nein, hier ist niemand. Ha, hab euch. Wo seid ihr? Ah! Ist das schon alles? Lass mich immer anspucken. Check die Leute nicht. I guess they won't be learning anything now that they're dead. Oh, oh Gott, sah das scheiße aus. Note of from an effect. Kudo has gone down to a airdrome. He believes some of the old drone machine down there will help him commune with Blighted Lord. Oh, Blighted Lord? Nichts. Nichts zu looten. Vorsichtig! Sorry. Ich renne gerne durch die Gänge. Hier gibt's eine Truhe. Ich mache echt weniger Schaden, habe ich das Gefühl. So. Oh, nice. Wie ich es mir erhofft habe.
ein paar Spinnen zum Looten. Das ist super. Zwergensachen zum Looten sind immer richtig gut, weil die meist sehr viel Geld bringen. Joa. Noch eine Truhe. Nett. Ein paar Lockpicks, das heißt, ich werde hier vermutlich welche brauchen. Aber ich wollte hier erstmal hier hinten weiterhin. Ich wollte hoch. Wo geht's denn hier längs? Kann mir das jemand sagen? Oh. Erstmal hinsetzen. Nein, ich habe keinen Plan, wo ich hier bin, by the way. Boah, schön von hinten abgestochen. So mögen wir es. Next stop, the war. Ist da jemand? Nein, da ist niemand. Geht's hier links? Was war das? Ich? Dennis. Ich den Göttern nein. Ich kann euch nicht. Seid ihr zu sterben bereit? Immer doch. Das kann ich ehrlich nur verkaufen, dann muss ich den jetzt nicht mitnehmen. Ich muss anderes Zeug mitnehmen. So, easy going. Oh, nett. Ein Elfenbogen, ist der nicht stärker als der? Nein. Und hier gibt es wohl anscheinend ein Buch. Biografie für Wolf Queen. Nice. Und eine Truhe. Mit Septim und einem Streitkolben. Also Zeug, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber hey, das Buch war ganz nett. Ja, ich muss da irgendwo unten hin. Egal, wir rennen erstmal hier überall längs, um zu schauen, wo es ehrlich hier längs geht. Hier geht's also nicht weiter. Ah. Wo geht's denn hier längs? Geht's da raus oder was? Richtung Himmelsrand. Hier geht's zu den Lower Districts, du rennst den ganzen Weg hoch, um zu den... Ich verstehe es nicht. Der Unterdistrikt ist also über den Überdistrikt. Alles klar, ich nehm's hin. Ich nehm's einfach mal hin. Ich hoffe, by the way, dass die Aufnahme vom letzten Mal gar keine Fehler hat, weil das wäre relativ scheiße. Oh mein Gott, eine Zwergenrüstung. Schwer. Aber die Falmor Armor hat halt mehr Armor Waiting. Die Heavy Falmor Armor. Ich meine, sie sieht scheiße aus. Obwohl, sieht sie so schlecht aus. Dann gehen wir mal zum Feuer. Eigentlich gar nicht so schlecht. Wie sieht denn die Zwergenarmor aus? Naja, da finde ich die Farbe aber nicer. So, gehen wir jetzt mal hier weiter. Wir droppen doch gleich ganz sicher Spinnen raus. Nummer 1. Ich
wollte dich auch nicht treffen. Du bist wieder vorgerannt. Ebony-Erz. Zwergenöl. Weiter geht's, ne? Ich verstehe auch immer nicht, wie die anderen da durchrennen, die anderen NPCs, ohne die Fallen zu triggern. Der war schön. Der war schön. Das war ein schöner Kill. Und die haben hier rumgegammelt. Aber sieht hier auch schön aus. Also die Zwergenruinen sind immer richtig schön. Nett. Nett, nett, nett. Schön nochmal ein paar Rüstungsgegenstände. Und ich, natürlich gucke ich bei den Schwert, weil ich ein bisschen verwirrt bin. Leverboots kann ich fallen lassen. Brauche ich echt nicht. Aber schöner Elfenring. Ja, Elfenhelm. Hat einen Nutzen. Ist hier sonst noch irgendwas? Vermutlich nicht. Gehen wir mal weiter. Wir wollen ja auch irgendwann mal zu Ende kommen. Ne? Zum Ende kommen. Dieser Folge und dieser Mission. Ich speichere mal, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Die Zwerge haben wohl sehr viele Bänke benötigt. Warum sehr faul? Das sieht aus wie eine Falle. Und das sieht sehr nach Gift aus. Wie kannst du nach einem Headshot nicht tot sein? Oh, die schießen den immer weg. Ich hab den Typen einfach den Pfeil in den Kopf geschossen. Ich kann euch nicht besiegen. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Richtig. Du kannst uns nicht besiegen. Aber wir euch. Boah, Alter, der hatte eine schöne Rüstung an. Wo liegen die Pfeile immerhin? Denkst du? Ah, du hast recht. Ich treffe echt nicht. Dann nehme ich halt meine richtige Main-Waffe raus. Mann, dodge doch mal. Ja, ich hab schon verloren. Orksche Pfeile, Eisenpfeile, Orksche Bogen. Nimm mir mal mit. Sorry, dass ich dich getroffen habe. Ich würde nur tauschen. Ach, du hast den Orksche Bogen schon. Ja, sondern nicht. Ich weiß immer nie, wann meine Nachtsicht aufhört, wann nicht. Ist das jetzt ohne Nachtsicht oder mit Nachtsicht? Ah, das ist. Kann ich auch, mein Freundchen. So, dann hätten wir den auch noch besiegt. Bisschen schwieriger. Und wir haben auch das Item Gear gleichzeitig mitgefunden, was wir brauchten. Den Giro-Kreise. Ich hab gedacht, das wäre. Sie meinte Gear, aber wenn sie Kreise meint. Ja. Ich kann euch nicht. Ja.
Da habe ich mich, glaube ich, selbst umgebracht, ne? Ein bisschen. Habe ich die schon alle gelootet? Immer sicher gehen bei solchen Free Kills. Das ist eine Falle, die uns selbst schadet. Dang. Auch nochmal Next One Dead. So, bleibt mal an, Nachtsicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich die immer an- und ausschalten muss, weil eigentlich hat eine Katze ja eigentlich durchgehend keine Nachtsicht, sondern eine Restlichtverstärkung und müsste das eigentlich nicht durchgehend aktivieren. Verfehlt ihren Zweck, wenn man es durchgehend aktivieren müsste. Aha. Ja. Also geht auf der anderen Seite weiter. Ja, aber was gibt's denn hier zwischen, ne? Es gibt doch immer irgendwelche Geheimverstecke. Nicht? Ah, doch, war klar. Und noch mehr Lockpicks. Ich habe das Gefühl, ich muss hier irgendwo eine richtig schwere Tür aufhauen. Ein Goldader auch noch. Golderzader. Das ist auch so typisch. So richtig schön, richtig schlecht übersetzt. Goldohr. Golderzader. Man würde es Goldader nennen und nicht Golderz. Jedenfalls in der Allgemeinsprache. Fachlich wäre das natürlich Golderz natürlich richtig. Aber also wohl selbst Golderz wäre, glaube ich, nicht richtig. Aber egal. Was weiß ich schon über Linguistik? Linguistik? Ne. Und dann werden wir hier. Jetzt ist ganz schön häuslich eingerichtet und ziemlich schnell auch noch in den Ruinen. Ich hab's. Die ganzen Truhen liegen nicht wirklich viel Gold. Muss man einfach auch mal sagen. Hm, kommst du jetzt raus? Hm, kommst du? Es ist so offensichtlich, dass da solche Fallen sind. So. By the way, meine Begleiter können die auch triggern. Der dodgt einfach. Da hat meine Nachtsicht wieder aufgehört. Und dann speichern wir hier oben mal, ne? Sonst braucht meine Begleiter ewig. Und meine Nachtsicht hat wieder aufgehört. Das stört mich so sehr, dass ich die immer aktivieren und. Also, dass ich die immer an- und ausschalten muss. So, ich wollte eigentlich 25 Minuten Parts mit Sky machen, ne? Die letzten Folgen waren alle 30 Minuten. Ach. Ja, ich werde jetzt die Quest hier beenden, dann die nächste. Dann die Dämmerwacht-Quest machen. Ne, schade ja nicht. Ich wollte eigentlich diese Quest gar nicht machen, aber. Ich wollte einfach kurz in der Nähe diesen Kreis in mir gönnen. Und es geht wirklich schneller, den sich einfach so zu beschaffen, anstatt den zu suchen bei mir zu Hause. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich ein zu Hause bei mir rumliegen habe. Jetzt trage ich zu viel. Kann ich wegschmeißen. Kann ich wegschmeißen. Ja, das hier wiegt vor allen Dingen. Das kann ich wegschmeißen und da habe ich genug Platz. Und dann geht's weiter. Hm, geht's entweder hoch oder hoch? Jetzt gehört ihr mir. Ach du Scheiße. Oh, verdammt. Hätte ich das gewusst, dass da 5 auf einmal kommt. Was Gutes. Was? Ich hab nur. Wow, das hat da hinten nicht gespeichert, sondern erst hier. Hm. So, muss ich wohl nochmal hier längs gehen.
Da ich so nett bin, ne? Lass ich ein paar Sachen zurück. Das haben die Zwerge damals ganz sicher benutzt. Noch irgendwas? Dann gehen wir mal kurz auf den Boden rausholen. Nehmen wir den mal mit. Ich finde es witzig, wenn man einfach andere Pfeile nehmen würde, würde ich so viel mehr Schaden machen. Ist da jemand? Ey, wie kann ich so weit darüber schießen? Das hat doch gar keinen Sinn mehr gemacht eben. Himmelsrand gehört dem Nord. Alles klar. Ja. Alter. Und tschüss. Die fallen ja auch alle runter, wie die fliegen, ey. Lächerlich. Meine Schusskünste sind einfach absolut garbage. Geht's da oben jetzt weiter oder nicht? Ich weiß einfach nicht, wo es weitergeht. Weil es einfach überall weitergeht. Los geht's. Komm schon. Ich bin wieder tot. Ach, dieses Spiel macht mich manchmal so nervtötend wütend. Dass auch überall 8 Gegner stehen müssen, die alles los haben. Ich meine, als Fernkämpfer ist es ja eindeutig einfacher, finde ich, in Skyrim, weil sehr viele Nahkämpfer einfach, weil du sehr oft gegen Leute kämpfst, die sehr oft irgendwie einen Range-Attacker haben, die dich einfach slowen bis zum geht nicht mehr. Was einfach sehr nervtötend ist. Würde ich meinen. Ja, ich nutze gleich meinen. Ich speichere gleich. Und zwar genau ab hier, weil ich nicht immer Lust habe, denselben Weg 80 Mal zu gehen. So. Auf einmal sind die Gegner nicht mehr da. Wie konnte ich da eben keinen getroffen haben von denen? Also, da hatte ich diesen Sprintangriff, der ist echt nicht so geil, wie ich dachte. Also, weil die sehr oft einfach dodgen können. Also, hier oben geht es auf keinen Fall weiter. Das ist auf jeden Fall schon nett to know. Ach, da hinten kommen die ja. Angriffen immer. Ich glaube, du wurdest gerade von hinten abgestochen, aber ey, kannst es ruhig versuchen. Die haben aber ganz schön nette Items dabei, sehr viele Pfeile. So, erstmal wieder speichern, ich habe keine Lust, die nochmal umzubringen. Und erstmal meine katzenhafte Nachtsicht anzumachen. Ich weiß, ich bin ein Kater, ich vergesse es jedes Mal. Ich nenne auch meinen Kater mal Katze. I don't know why. Hier gibt es anscheinend nichts weiter zu tun. Aber weiter geht's. Ich dachte, die Befallenen sollten irgendwie gerettet werden, aber anscheinend sollen wir die alle umbringen. Sieht jedenfalls so aus. Ich meine, die sind doch eigentlich nur der Person gefolgt, wo sie dachten, sie folgen denjenigen,
der dem Willen Gottes folgt oder dieses Beschützers folgt. Aber ne, reicht wohl nicht für diesen Gott. Diese Ausrede. Aber ja, wir nähern uns dem Ende der Folge, würde ich sagen. In der nächsten Folge beenden wir diese Quest, machen dann die Dämmerwacht-Quests. Und ja, man sieht sich dann und suchen diesen. Also nach, in dieser Folge holen wir jetzt diese Quest beenden und holen uns den Fürstenstein. Ja, sehe ich auch so. In der nächsten Folge mache ich diese Quest zu Ende, hole mir den Fürstenstein und mache dann die Dämmerwacht-Quests. Und man sieht sich dann bis dahin. Ciao, ciao und haut rein.